Hey Leute, ich bin wieder zu Duel of Champions, Might and Magic. So, heute spielen wir mal gucken, ich habe ein paar neue Decks, ich glaube zwei neue Decks. Und davon spielen wir heute eins und ja, wie ihr seht hier, ich habe auch einen coolen Rahmen, habe ich gerade eben bekommen. Und ja, wie ihr seht, ich habe hier ganz wenig Stapel nur noch, das liegt daran, dass ich einmal aufgeräumt habe, um jetzt neue Stapel zu erstellen. Und heute spielen wir körperlos, ja, wir werden heute körperlos spielen. Das ist ein Deck, was ich damals eigentlich unbedingt bauen wollte. Das Lustige ist, das hat sich ja irgendwann in einem Patch mal geändert. Denn Svetlana hat die Fähigkeit anhaltend, alle verbundenen Kreaturen mit Körperlos erhalten plus 1 Leben. Diese Fähigkeit hatte damals aber der gute Fleischfluch. Ja, und Svetlana hatte das mit den Vampiren. Warum mich das damals verwirrt hat, dass Fleischfluch als Vampir-Deck zählt, weil damals hatte ich ein Vampir-Deck mit Svetlana, aber die beiden Helden haben ihre Fähigkeiten getauscht. Und naja, Svetlana ist schon eine coole Sau. Und darum kommt die jetzt erstmal ins Deck wieder rein. Wie gesagt, sie spielt eine 1-2 Dunkel- und Luftzauber. Fähigkeit anhalten, alle körperlosen Kreaturen kriegen plus 1 Leben. Das heißt, wir müssen nichts dafür machen, damit diese Fähigkeit aktiv wird und das ist einfach enorm stark. So, wir gehen mal auf unsere Ereignisse. Da haben wir Monat des Smaragd-Liedes. Plus 2 Leben auf Kreaturen. Das haben wir zweimal drin, um die ganz großen Kreaturen noch mehr Leben zu geben, damit sie nicht so einfach rausgenommen werden können. Das ist schon ziemlich stark, der Gegner kann es natürlich auch aktivieren, aber wir haben da schon richtige Knüller-Kreaturen. Dann Hagelsturm, alle Kreaturen wird ein Schaden zugefügt, die körperlose Kreaturen kriegen dadurch keinen Schaden. Warum sie viermal drin ist, das ist einfach voll genial, um das Feld mal ein bisschen zu minimieren. Gegen Stapeldecks auch sehr gut, gegen Skelette, die nur ein Life haben, einfach mal komplett aufräumen, schon praktisch. Und dann noch Woche der älteren Rassen, zweimal drin, ja, wir haben hauptsächlich nur Körperkreaturen, das heißt, da können wir einen Angriffspunkt dazu kriegen. So, gehen wir auf unsere Kreatur. Da spielen wir viermal uralter Geistes. Die einzige Kreatur hat 0-1-3, kriegt aber für jeden Geist in seiner Nähe, also Gespenstkreatur, plus 1 Angriff. Das heißt, sie kann insgesamt plus 3 kriegen, also 3 Angriff. Naja, als nächstes haben wir den verweilenden Geist. Das sind zwei Kreaturen mit einer 2-1-3, körperlos. Da sollte man vielleicht auch klären, was körperlos ist. Körperlos, diese Kreatur wird von nicht magischen Quellen nur halben Schaden zugefügt. Ja, das heißt, gegen nicht magische Quellen kriegen die nur halben Schaden, abgerundet sogar. Und das ist einfach enorm stark. So, also wenn wir gegen Deck spielen, die alle nur normale Kreaturen haben, das ist echt brutal anscheinend für die. Naja, weiter geht's mit der Giftheilung. Ja, verrottener Mumie, da gibt's ja die ultimative Kombi. Die Mumie kriegt jede Runde eine Giftmarke, steigt ihre Giftmarkierung immer weiter und dann kann man den Seuchenträger spielen, weil pro Giftmarke auf dem Feld geht die Ressourcen runter. Nachdem wir 6 Giftmarkierungen auf ihn drauf hätten, könnten wir ihn hier einfach umsonst spielen. Ich habe beide dreimal drin, ist einfach eine Ultra-Kombo am Anfang. Also wenn ihr beides auf der Hand habt, das ist schon ekelhaft für den Gegner. Naja. Ungezähmter Totengeist, die nächste körperlose Kreatur mit einer 2-2-4. Danach haben wir noch Hassaf, Auserwählter der Schatten. Ja, ist einfach, naja, ist eine einzigartige Kreatur. Wenn sie jemanden tötet, dann kriegen wir ihn auf den Feld, auf unser Feld. Das ist einfach ein genialer Effekt, wenn er durchkommt. Rachsüchtiger Gespenst, eine 3-2-5, hat einfach viel Power, machen wir zweimal drin, weil 4 Ressourcen ist schon ziemlich viel, aber immerhin 3 Angriff und hat dann 6 Leben, darum ist hier auch drin. Dann Zelfira, Auserwählter der Winde, ja, auch eben eine einmalige Kreatur. Wir dürfen eine Kreatur des Gegners auf die Hand nehmen und eine verschieben. Dann kommt Todesfee, ja, sie ist ja schon einfach eine Kreatur, hat nur eine 2-3, aber naja, sie ist einfach da und tötet einfach mal etwas, ne? Dann eben eine 4-2-7, unser Seuchenträger, das ist eben so einer, der wirklich mal richtig draufknüppelt. Und zum guter Schluss der Geisterdrache. Wenn wir denen zum Beispiel diese 2 extra Leben geben, eine 5-3-9, ja, mit Lebensentzug 2 und körperlos, der ist so gut wie unaufhaltbar, ja, also da braucht man wirklich schon, da braucht man meistens einen Zauber, um den loszuwerden. Ja, zaubermäßig sind wir auch am Start, wir haben Windseile, eine Karte, die ich gerade ein paar Decks ausprobiere, weil ich sie ziemlich geil finde, weil eine Kreatur kriegt flink. Und beständig, wenn die verzauberte Kreatur aus dem Spiel genommen wird, geht der Zauber, wenn möglich, auf eine zufällige, bestimmte Kreatur derselben Seite. Ja, finde ich ziemlich geil, das heißt, wir geben einen Flink, er stirbt, wenn er in der Nähe ist, geht der nächste Flink und das ist schon ziemlich praktisch. Gewitterzorn, 2 Schaden auf 3 Plätze,
super Karte. Die ist einfach so ultimativ stark in Luft. Dann allein im Dunkeln haben wir dreimal drin. Ja, eine einzelne stehende Kreatur wird einfach getötet. Dann Kettenblitz, zweimal drin, leerer Platz. Drumherum stehende Plätze kriegen 3 Schaden. Dann den Blitzstrahl, der gibt 6 Schaden, haben wir auch dreimal drin. Dann haben wir den Wirbelwind, der ist einfach dafür da, wenn der Gegner mal echt viel Stress macht, die Line einfach zu blockieren, dass sie nicht angreifen können. Ich meine, macht nur 1 Schaden, darum ist nur 2 drin, einfach nur, um mal zu gucken, so ey, da ist gerade viel los auf der Line, das blockieren wir eine Runde lang, um da ein bisschen safe zu sein. Dann noch den Seelenräuber 4-mal, ja, eine Kreatur zerstören, was will man mehr? Ja, wir spielen hoch auf 4 Zauber, also wir spielen hier eine 6-4, weil der gute Geisterdrache, der braucht 6. Ja, als nächstes haben wir dann noch Säulen der Abwendung. Kreaturen auf Säulen der Abwendung erhalten Zauberwiderstand und können nicht ausgewählt werden. Zauberwiderstand, diese Kreatur wird durch Zauber nur halben Schaden zugefügt, ja. Also, und die können nicht ausgewählt werden. Wenn ich da zum Beispiel hier ihn hier hab, oder ihn, sie können nicht ausgewählt werden, ja, das, die Kreatur ist so gut wie unaufhaltbar dann. Ja, und dann spielen wir noch 2-mal Totenacker, um einfach, ja, unsere kleinen Kreaturen, die haben hier 4 Stück, immer wieder zu bekommen, und das ist auch eigentlich sehr stark. Ja, wir spielen 60 Karten drin, eine 6-4-0. Und ja, wir versuchen jetzt unser Glück mit diesem Deck. Also eigentlich, bisher lief es gut, wenn ich damit gespielt habe. So haben wir dann eigentlich auch hier haben wir einmal Necropolis Root. Freut mich, dass wir einmal Necropolis haben. Ich habe eben noch mein Tierdeck gespielt. Das werde ich auch noch rauspacken, mein Tierdeck und mein Geistdeck. Das werden die beiden nächsten Decks sein, die ihr dann sehen werdet. Ich glaube, ich hatte mal ein Miranda-Deck, aber das war auf Elementar ausgelegt, nicht auf Tiere. Also auf Tiermenschen. Und Tiermenschen waren schon ziemlich stark. So, jetzt haben wir direkt mal ein Token-Deck, ja. Mal gucken, wie es gegen das Token-Deck laufen soll. Spieler 2, ich würde meine Hand eigentlich doch ganz okay kommen. Behalten. Man kann ja nur noch besser ziehen. Und ja, ist auf jeden Fall Token-Deck. Wir hoffen einfach nur mal, dass unser Gegner nicht so gut gezogen hat. Das hoffen wir mal. Ich weiß natürlich auch mit Token-Deck gespielt. Ich hatte da eine so übertriebene geile Hand mal. Das war hart feierbar. Ja, wir spielen es aus, doch, ja. Wir brauchen auf jeden Fall die nächste Kreatur noch. So, wir müssen ihn ein bisschen aufhalten. Das ist gerade der Plan. Das Problem ist, wir haben jetzt gleich Runde 3 und können nichts ausspielen. Und er ist auf 4 Ressourcen, das heißt, er wird vermutlich einiges ausspielen können. Und er gleich die Stapel können. Das Gute ist, das sind alles keine Magie-Kreaturen, das heißt, die machen mir alle gerade gar keinen Damage. Jetzt machen sie mir einen Damage. Und jetzt machen sie mir immer noch nur einen Damage. Bis dahin, steht einfach mal an. Und wir stellen weiter unsere Macht. Runde beenden. Die sind so verdammt stark schon. Das ist nicht gut. Aber weiter auf 4. Ist ärgerlich, wir haben einfach keine Zauber gezogen, um da irgendwie was zu dezimieren. So, was machen wir denn jetzt? Wir sind ziemlich am Arsch, würde ich einfach mal behaupten. Ja, oben machen enorm viel Damage. Ich kriege 3 Schaden drauf. Wir stellen auf jeden Fall erstmal so einen Zauber. Das sind 2, das sind hier 1, das sind 3 Damage, ja, hier drauf. Nicht so geil. Da kommt ziemlich nach hier. Und du kommst nach hier. Das Problem ist, wenn er jetzt einen Geysir hat. Ah, oh, verdammt, was er jetzt einen Geysir hat. Ah. Er hat einen Geysir. Hat er doch nicht. Kein Geysir, okay. Ah klar, den zieht er weg. Wir haben 7 Damage gleich durchgehen.
Das ist leider nicht gut. Okay, so, was haben wir jetzt noch? Ja, wir haben. Wir haben den Blitz. Den Blitz könnten wir ihn rausnehmen. Was wir, glaube ich, sogar machen, weil wir sonst nichts Gutes haben. Könnte er nicht ausspielen? Ich könnte ihn ausspielen. Er macht 4 Schaden, aber lohnt sich nicht. Das ist ganz ehrlich, das lohnt sich einfach nicht. So, wir bringen ihn runter, ja. Wir können auch ihn rausnehmen. Auf jeden Fall müssen wir irgendwas rausnehmen, ja, wenn er hier rauskommt. Zack. Ziehen wir ihn hoch. Hier können wir mal angreifen. Dann gehen wir auf unsere 4 Zauber, wodurch wir im nächsten Zug die Todesfee spielen können. Ärgerlich. 4, 8 Damage ging durch. Sogar ein bisschen mehr. 9 Damage ging durch. Aber er kann jetzt nichts mehr aufspielen. Das ist schon mal ganz gut. So, den da oben werden wir jetzt los, ganz klar. So, weg mit dir. Ich will auch mal los. Ich packe mal unten hin und steigern sogar Macht und Runde beenden. Puh, okay. 4 Life nur noch, aber wir haben es geschafft, sein Feld zu dezimieren. Und das ist schon mal viel wert. Und Eismeteor. What the fuck. Nice. Ja, unser Feld hinüber. Wir haben nur so teure Kreaturen. Wir können ziehen ein und hoffen aufs Beste, danke. Boah, wir hätten echt ernsthafte Probleme gehabt. Also wir haben immer noch ernsthafte Probleme, wenn jetzt beide Kreaturen los wird, sieht das nicht gut aus für uns. Absolut nicht. Okay, damit können wir eine Kreatur auf die Hand schicken und eine verschieben. Das ist eigentlich ganz gut, ja. Ah, gut, okay. Okay. Er hat einfach so viel ausgespielt, jetzt ist es. Das ist so schlecht für uns. Okay, dann kriegen wir einen auf die Hand. Und können einen verschieben. Wen wollen wir damit verschieben? Das ist die Frage. Dann kriege ich eine Kreatur raus. Und auch nicht so viel. Dann hätte ich auch noch 4 Ressourcen. Verdammt. Okay. Du kommst auf jeden Fall, bist du auf die Hand. Du gehst mal nach hier unten. Kriegst ein bisschen Damage. Ziehen wir noch eine. Das Problem ist, wenn er jetzt wirklich. Wenn er jetzt. Einen Zauber hat, um ihn hier zu töten, haben wir verloren. Aber er zieht eine Karte, das heißt, er hat wohl. Gerade nicht so krasse Zauber. Ein Eismeteor. Okay. Macht mir hier 3 Schaden. Aber er packt ihn da unten rein, okay. Und er hat, oh mein Gott, er hat noch sowas. So, wie hier gesagt, hier könnten wir jetzt diesen Tornado gebrauchen. Ah, okay. Und er hat einen Zerstörungszauber. Schade. Ah, das war so knapp eigentlich. Wir hätten es fast durchgehalten. Schade, ja. Absolutes Meta-Deck. Wir konnten gut gegenhalten, aber es ist eben doch. Er hat doch einfach so stark gezogen. Ärgerlich. Und wir hätten echt doch eine andere Hand nehmen sollen. Wir hatten zu viele teure Kreaturen. Wir hätten ein paar kleinere Kreaturen auch brauchen können, um da besser gegenhalten zu können.
Oder mal ein paar zerstörende Zauber. Die sind ja auch gerade irgendwie sehr rar gekommen. Wir haben echt wirklich nur unseren hohen Shit gezogen. Was natürlich sehr ärgerlich ist. Aber naja, wir versuchen jetzt noch in einem zweiten Duell, weil ich glaube, das erste Duell war jetzt nicht so lange gedauert. Und darum packen wir hier noch ein zweites dran. Und da Duel of Champions nur einmal die Woche kommt, könnten wir natürlich eigentlich immer gern zwei Duelle dranhängen, oder? Ja, hoffentlich warten wir jetzt mal nicht so lange auf den nächsten Gegner, sonst muss ich das rausschneiden. Und das werde ich wohl mit Slash machen. So Leute, zweites Duell. Ich hoffe mal, das läuft ein bisschen besser. Ich bin gegen Izuma, Fürstin der Drachen. Hatte ich ja auch mal ein Deck vom Spiel. Ich finde, also ich persönlich finde jetzt einfach mal, dass es nicht so stark ist. Trotzdem, du bist ja super. Ersten Zug und wir können gar nichts machen. Das finde ich immer super klasse. Ja, wir spielen unseren Giftzombie. Ah, er soll jetzt erstmal ein paar Marken sammeln, damit er nicht direkt stirbt. Das ist so der Sinn dabei. Das sind aber alles Magiekräfte, ne? Kämpferschütze. Ne, ist einfach nur Kämpfer. Nice. Das freut mich auf jeden Fall. So, steigern wir. Gehst mal hier hin. Und du greifst einmal an. Zuerst ist schon auf drei Giftmarkierungen. Das heißt, der große Zombie würde aktuell drei Ressourcen kosten. Ja, wir hätten eine 4, 3, 2. Okay, jetzt geht er mir ein bisschen hart auf den Sack, mein Freund, ne? Tschüss, bist du eine Magiekreatur? Ja. Du bist nur ein Schütze. Und ich würde ihn jetzt echt gerne ziehen, weil der wäre schon ziemlich nice für uns, ne? Okay. Leider nicht so gut, würde ich einfach mal behaupten. Was machen wir jetzt? Wir haben hier den Kill. Schade. Schade, schade, schade. Was machen wir hier? Wir ziehen eine Karte. Komm, wir ziehen einfach mal eine Karte. So, sie Heilung von 7. Oh, und? Ja, okay, den töten. Ärgerlich. Und oh, das ist jetzt richtig bitter. Das ist bitter. Den müssen wir loswerden auf jeden Fall. Sonst haben wir ein ernsthaftes Problem. Magiekämpfer. Das sind alles Magiekämpfer. Das ist ja total ekelhaft. Dann hätten wir noch zwei Ressourcen. Was uns nicht so viel bringt. Kommst du mal? Hier ein Angriff und Runde beenden. Ich würde echt gern einfach mal unseren Zombie ziehen. Das wäre total nice. Jetzt mal ganz ehrlich. Gemeinsam mit der Karte wird er ziemlich stark unaufhaltbar. Und, okay, das ist ehrlich. Jetzt sind 2, 4, 5 Schaden, der jetzt durchkriegt. So, zack, die Reihe darf man nicht angreifen. Und wir gehen hier runter, greifen ihn einmal an. So, spielen noch ihn aus. Wir haben noch eine Karte, ne? Komm, jetzt hier nochmal eine. Ja, nichts Besonderes gezogen. Dann bekommen wir ihn immerhin weg.
Also die drei dürfen erstmal nicht angreifen. Das ist der Grund, warum ich diese Karte gerne dann spiele zweimal. Ich meine, jetzt kann die Lane erstmal einfach nichts machen. Das ist schon ziemlich stark. WTF, ey, wie viel Kreaturen wird denn noch ausspielt? Abnormal gerade, einfach nur abnormal. So, gut. Oh, danke. Das kostet mich viel. Du kommst hier hin, du kommst da. Jetzt drauf, mein Freund. Jetzt können wir einen damit noch töten. Wen nehmen wir denn raus? Wir nehmen ihn raus. Komm. Und du kommst hier hoch und kannst hier. Also stark angreifen. Giftheilung. Giftheilung. Immer wenn diese Kreatur durch Giftmarkierung Schaden zugefügt werden soll, wird sie stattdessen um den Beitrag gehalten. Am Ende jeder Runde erhält Verordnung. Wie funktioniert denn Gift? Ich weiß nicht, ob ich den. Wir öffnen hier einmal an. Also ich kann ihn nur bewegen. Okay, ja, kein Problem. So. Also er ist gerade geschützt, das ist sehr stark. Und da kommt ein Eismeteor, aber er kriegt nur die Hälfte Schaden. Puh. Er kann ihn aber nicht auswählen. Oder? Eigentlich nicht. Puh. Ah, wir haben drei. Ah, wir haben drei Gift drauf. Das heißt, er stirbt auf jeden Fall. Oder hast du eine Giftheilung? Ich das wüsste, ne? Ne. Echt ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Super. Ich müsste ihn hier töten. Machen wir auch. So, du bist auf rund auf 3 Leben, auf 2 Leben und auf 1 Leben. Ja, schön. Er überlebt leider. Das sind 4 Damage, die er durchkriegt. Aber er hat auch nicht mehr so viel an Kraft. Das heißt gerade. Wir können ihn nicht auswählen. WTF. WTF. Er stirbt gleich durch das Gift. Das ist auf jeden Fall gesetzt. So, du kommst raus. Das ist nicht gut. Das ist doch nicht gut. Also wir ziehen noch einen, mal gucken. Da kommst du. Und du. Und vorne bin. Der stirbt. Nice. Und hier also ich glaube nicht, dass er beide rausnehmen kann, allein weil er sie hier nicht auswählen kann. Puh, oh mein Gott. Ja, körperlos gibt auch nicht so viel Schaden, das ist sehr schön. Wir hätten noch eine Handkarte und ja. Boah, was er alles ausspielen musste. Und sie ist immer noch nicht tot. Und der ist Kämpferschütze. Nein, er kann sie angreifen und sie lebt immer noch. Körperlose Kreaturen, meine Freunde. Körperlose Kreaturen. Der Überschritt schlechthin. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir sie damit einfach töten? Wir ziehen mal eine. Gucken, was wir kriegen. Ja, ganz ehrlich, das machen wir sogar, weil. Nein! Ich kann sie gar nicht auswählen. Verdammt. Was mach ich denn jetzt? Verdammt! Nein, wenn er jetzt. Okay, haben die hier. Gott sei Dank. Boah, wir hätten verloren gehabt. Also ich hätte hier einfach durch angreifen können und hätte was zum Zerstören gehabt. Wenn die einfach tot und durch. Ich vergesse, dass ich damit ihn nicht auswählen kann. Wow. Puh, das war knapp. Er hätte voll in die Hose gehen können. Er ist natürlich auf 16 live noch.
Und sie hat gar nichts gebracht, also. Boah. Hatte ich kurz Panik, ey. Drei Karten? Drei Karten. Immun gegen Vergeltung muss immer, wenn eine Gegnerkreatur ausgespielt wird, muss sie da ausgespielt werden. Okay. Okay, ja. So, wenn wir das Feld erstmal los und die Runde beenden. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Er hat wieder drei Karten. Okay, die können wir auch töten. Oh, okay. Okay. Du kannst gerade nicht angreifen, ne? Hm. Verdammt! Verdammt, was machen wir denn jetzt? Wir steigern einmal. Du kannst ja nicht angreifen, so. Wir können dich töten. Wir können dich nicht darüber ziehen, schade. Ja, dann können wir eine Kraft auf die Hand schicken. Und du gehst hier oben hin und dann Runde beenden. Also er hat das Licht, kann ihn aber nicht auswählen und er hat eine Kreatur. Und zwei neue Karten. Er kommt auf sie hier, oder? Ja, aber klar. Puh, okay. Das ist... Oh, meine Güte. So, ein strenges Duell. Die Karte nochmal, wenn ja, dann wäre echt, ein Problem. Er hat auf jeden Fall die Kreatur, wo ich dich nicht angreifen kann. Weg mit dir. Muss mal hier hin. Angriff und Angriff. So. Oh, verdammt, ich spiele gar nichts in der Line. Und der hat die Karte echt nochmal. Ärgerlich. Hab ich denn... Oh, Magieschild. Magieschild ist übertrieben stark. Wenn er die Karte nochmal hat und ich hier eine ausspiele, hab ich auch verloren. Sehr, sehr schlecht bei uns. Nice. Ich habe verloren, weil ich hier keine Kreatur hinsetzen kann. Ach, wie kacke ist das denn jetzt? Ah doch, ich habe hier einen. Die Frage ist nur, ob er was gegen die Kreatur machen kann. Ja, haben wir ein extremes Problem. Er geht auf 4 Stärke, er geht auf 5 Stärke, er kann sie töten. Ist ein Magiekämpfer. Ja. Er kann ihn auf Seite setzen. Oh. Oh, ist das ärgerlich, meine Freunde. Ist das ärgerlich. Zwei Duelle, beide verloren. Aufzeichnung. Das ist sehr bitter. Beides extrem knappe Duelle. Hätten wir fast gewinnen können. Beide. Naja, okay, 13 und 7 Minuten. Das heißt, wir sind ungefähr bei 20 Minuten. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Da werde ich das Tierdeck auspacken. Und ich hoffe, ich habe Zauber 1 Spiele, 15 verzauberte Kreaturen aus. Wow, okay. Naja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Bis dahin und ciao.